Was für eine Reichweite hat die Superattacke von dem scheiß Box? War es was? Hä? 8,67, 7,92. Hä? Soll das ein Scherz sein, Alter? Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video. Heute gibt es mal ein besonderes Video, Leute, in dem wir herausfinden werden, ob wir ein Brawl Stars Experte sind. Ja, das werden wir auf jeden Fall völlig professionell rausfinden auf der Seite testedich.de, Leute. Das sind auf jeden Fall immer sehr, sehr geile Quizzes am Start und die werden wir heute mal gemeinsam machen. Und dann eben herausfinden, Leute, ob wir eben ein guter Brawl Stars Spieler sind oder nicht. Und ihr könnt natürlich dann auch mittippen. Und ich würde sagen, wir switchen einfach mal direkt rüber. Let's go. So, Leute, wie ihr schon seht hier links oben, bist du Brawl Stars Experte? Ich habe mir hier insgesamt 3 Quizzes rausgesucht, wo wir eben zusammen herausfinden werden, Leute, ob wir tatsächlich ein Brawl Stars Experte sind oder nicht. Es sind hier 13 Fragen und man hat gerade hier 4 Minuten 33, ich weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat, Leute. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, dass wir hier das gut schaffen. Ja, ich würde sagen, Leute, ihr könnt natürlich direkt mittippen hier im Video und dann natürlich auch mal schreiben, ob ihr auch alle Fragen richtig hattet oder wie viele ihr immer richtig hattet bei den einzelnen Quizzes. Okay, Leute, wir fangen einfach mal an. Von wem wurde das Spiel entwickelt? Von Ninja, Kiwi, Nintendo, Supercell, Ketchup oder Niantic? Oh, Leute. Das ist aber jetzt ganz, ganz schwierig an der Stelle, Leute. Also, ich meine mich zu erinnern, dass es Supercell war. Ich weiß nicht ganz. So, wann war das Erstveröffentlichungsdatum des Spieles bei Android? Oha, das ist schon mal um einiges schwieriger, Leute. Meinen die jetzt damit Global Release? Ich denke mal schon. Global Release müsste auf jeden Fall Dezember 2018 gewesen sein. Und ich glaube, das war sogar der 11.12., wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, Leute. Ja, hoffentlich stimmt das auf jeden Fall. Kommen wir mal zu Frage Nummer 3, Leute. Wie viele Brawler gibt es momentan im Spiel zu erhalten? Oha, aber Stand 31.12. Lol. Das ist natürlich jetzt gar nicht so einfach, Leute, denn man muss zurück überlegen. Ja, wir hatten seitdem, also Leon war schon im Spiel, seitdem ist Genie rausgekommen, Rosa, Karl, Bibi, Tick. Ich glaube, 5 Brawler sind seitdem rausgekommen, oder? 5 Brawler sind, glaube ich, seitdem rausgekommen. Das heißt, es müssten da noch 22 gewesen sein, weil es ja jetzt 27 sind. Ich hoffe, das stimmt jetzt einfach mal. Welches ist kein Ereignis auf Brawl Stars statt 31.12.? Showdown, Sternballerei, Kopfgeldjagd, Juwelenjagd, Brawlball. Das ist aber auch ganz schwierig, Leute. Naja, natürlich die Sternballerei, Leute, natürlich. Okay. Welcher der folgenden Brawler fällt in die Kategorie der epischen Brawler? Ey, Leute, soll das eigentlich ein Scherz sein? Ich meine, welcher Brawl Stars Spieler kennt bitte nicht diesen Brawler, Alter? Soll das ein Witz sein? Okay, ja, ganz klar Poco, Leute. Kappa. Nein, natürlich Pam, Leute. Okay, weiter geht's hier. Wie viele Brawler können als Meilenstein freigeschaltet werden? Oh, das muss man auch erstmal zusammenrechnen, Leute. Wir haben, also Shelly gehört ja eigentlich nicht dazu. Das heißt, wir haben 7 müssten es eigentlich sein, Leute. Warte, ist auf jeden Fall ab Start. Welcher Club liegt bei global auf dem ersten Platz? Junge, soll das ein Scherz sein? 31.12.2018. Als ob ich das jetzt gerade weiß. Okay, Pam ist eine Maschine, Leute, denke ich auf jeden Fall an der Stelle. Ne, Leute, ich würde mal einfach tippen, so rein von meinem Gedanken her an Nova Esports, würde ich mal schätzen einfach. Oder halt Tribe, ich weiß ja nicht. Aber ist schon halt eine lange Zeit her, ne? Wie viele legendäre Brawler gibt es zurzeit? Stand 31.12. Ja, auf jeden Fall 0, Kappa. Ne, 3. Also da kam ja Leon auch schon raus im Dezember, das heißt, es müsste eigentlich stimmen. Was für eine Reichweite hat die Superattacke von dem scheiß Boxer? Ey, das musst du doch korrigieren. War es was? Hä? 8,67, 7,92. Hä? Soll das ein Scherz sein, Alter? Das kann jetzt nicht ernst gemeint sein. Junge, was sind das hier für Zahlen, Alter? Okay, ich würde einfach mal tippen. Wenn er schon so Kommazahlen hinschreibt, dann wird es wohl eine Kommazahl sein. Ich sag einfach mal 7,92. Hoffentlich stimmt das, Leute. Welche dieser Standardattacken gibt es wirklich auf Brawl Stars? Crazy Bullets, Power Cord, Big Bouncy, Trickshot, Stone Hit. Was ist damit jetzt gemeint? Oh, wir haben nur noch 50 Sekunden, sehe ich auch gerade. Leute, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich weiß wirklich nicht, was damit gemeint ist, um ehrlich zu sein. Okay, keine Ahnung, Leute. Ich sage einfach mal Power Cord, keine Ahnung. Was kriegt man bei einem Sieg auf Brawl Stars? Trophäen und Geld. Trophäen, Geld, Juwel, Trophäen und Brawler. Trophäen ist viele Star-Marken. Trophäen eigentlich nur, ne?
Okay, Leute, 12. Frage. Oh, wir haben nur noch 20 Sekunden Zeit. Was braucht man, um seinen Brawler abzugraden? Powerpunkte, Geld, Erfahrungspunkte, Juwel, Trophäen. Ja, Powerpunkte, Leute. Und die letzte Frage, wir haben noch 14 Sekunden Zeit. Welcher Brawler ist der letzte Mal schon? Tick gab es ja damals noch nicht. Das heißt, es müsste sein Bo. Und wir kommen jetzt mal zu der Auswertung, Leute. Mal schauen, wie wir abgeschnitten haben. Bist du Brawl Stars Experte? Was? Ich hatte einfach 3 Fragen falsch. Oh mein Gott, Digga. Du kennst dich schon gut mit Brawl Stars aus. Ups, Leute. Was habe ich da jetzt falsch gehabt? Okay, das war doch locker diese komische Frage mit diesen Kommazahlen, ne? Im Durchschnitt haben die 1445 Surfer, die das Quiz gemacht haben, 6,85 richtige Antworten gegeben. Oh, Leute, guck mal, ich bin viel besser als der Durchschnitt. Das ist doch schon mal nice. Ja, was hatte ich denn jetzt falsch hier, Junge? Kann ich das jetzt nicht mal sehen oder was? Naja, okay, aber trotzdem, auf jeden Fall, Leute, wir sehen, ich kenne mich schon gut mit Brawl Stars aus. Ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Quiz. So, let's go mit dem nächsten Quiz. Wir sind hier, folgendes. Hier erfährst du, wie gut du dich in Brawl Stars auskennst und ob du dem Club Dark Fairy beitreten kannst. Boah, das wollte ich schon immer mal, Leute. Das heißt, wir machen dieses Quiz einfach mal direkt. Das ist auch das meist aufgerufene Quiz tatsächlich von Brawl Stars bei Teste dich, Leute. Also, das muss ja was heißen, Kappa. Was hat Dynamike unter seinem Helm? Eine Kerze, nichts, ein Vogel, eine Megabox. Oh Leute, das hätte ich glaube ich gar nicht gewusst tatsächlich. Aber durch RoboMike weiß ich, dass das eigentlich ein Vogel ist in dem Fall, ne? Also er hat ja unter seinem Helm da irgendwie diesen Vogel sitzen und bei RoboMike steuert dieser Vogel ihn irgendwie. Keine Ahnung. Wie viele Meilenstein-Brawler gibt es? Ja Leute, welcher Stand ist das hier? Erstellt am 4.01.2019. Okay, ja lol, also wahrscheinlich ist da noch nicht Tick dabei, ne? Brock, warte mal, wieder haben wir doch Dynamike, also 7 müssten es sein. Ich denke nicht, dass Tick da noch mitzählt, oder doch? Ja, komm Leute, ich hoffe mal, dass es jetzt richtig ist. Wie viele Trefferpunkte hat Leon? Das ist auch eine ganz gute Frage. Ich denke aber sogar 3700 einfach. Ich hoffe, das stimmt, weil 3360 haben zum Beispiel Spike und Chrome, die haben deutlich weniger Leben. Das heißt, er muss mehr haben. Das heißt, ja, das sollte stimmen. Welche Farbe hat die Seltenheitsstufe mythisch? Okay, Leute, das ist aber schwierig, Mensch. Ja, ich würde mal ganz stark davon ausgehen, dass es rot ist, Leute. In welchem Modus bekommt man die meisten Trophäen bei einem Sieg? Okay, interessant auf jeden Fall. Lol? Hä, hat er jetzt nicht Belagerung nicht reingeschrieben? Warte, Robo-Rubble? Geil, Mann. Kopfgeldjagd ist auch richtig geschrieben auf jeden Fall, Kappa. Juwelenjagd, Junge, er hat einfach 3 von 5 Antwortmöglichkeiten falsch geschrieben. Geil. Showdown und Brawlbot. Ja, von denen müsste es natürlich dann Showdown sein, ne? Ist ja logisch. Wie viele Trophäen braucht man für die höchste Liga? Junge, was heißt Liga eigentlich hier? 20.000, 1.400, 15.000, 1.500. Ja, okay, es muss 14.000 sein. Aber Liga, okay, nennt man das so? Für dieses Abzeichen, ne? Wie viele Spieler hat Supercell 4 Brawl Stars rausgebracht? Oh, okay, das ist schwierig, Leute. Da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht so gut aus sogar. Weil ich erst Brawl Stars angefangen habe. Also auf jeden Fall Clash Royale. Dann haben wir wie heißt das? Wir haben noch dieses Boom Beach, dann noch Clash of Clans und noch dieses Bauernspiel. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Also 4 weiß ich jetzt schon mal. Aber das stimmt eh nicht, Leute. Oh mein Gott. Ich sag trotzdem einfach mal 4, Leute. Ich hab das eh falsch. Also sorry an alle, die sich da jetzt bestimmt aufregen. Wie viele Juwelen kostet ein epischer Brawler im Shop, Leute? Ich würde sagen, ein epischer Brawler. Oh, okay, das ist gar nicht so einfach gerade tatsächlich. Ich würde echt schätzen 170 noch am ehesten. Na, einfach jetzt so aus dem Bauch heraus, oder? Welcher Brawler ist der beste im Spiel statt 2018? Ey, Junge, wie willst du das überhaupt festlegen, Alter? Ja, wahrscheinlich meint er dann damit Leon. Wobei, viele würden eher sagen Barley in dem Fall. Also jetzt, oder auch Pam. Nee, Barley wohl eher. Egal. Was ist der Superskill von Poco? Leute, ein schwarzes Loch. Ja, das ist es auf jeden Fall, Leute. Eine Heilwelle, ein Heilfeld. Eine Heilwelle. Und wir kommen zur Auswertung, Leute. Sind wir ein Brawl Stars Experte oder nicht? Komm, ich glaube, davon haben wir alle 10 richtig, Leute. Davon haben wir, glaube ich, alle 10 richtig. Was? Wir haben nur 8 von 10 richtig, Junge? Was? Das kann es nicht sein, Alter. Du weißt fast alles. Wenn du so weitermachst, wirst du ein Champion. Ja, danke. Aber Junge, ich will wissen, was ich hier falsch hatte. Aber okay, Hauptsache, ey, als ob ich wieder alle 2 falsch hatte. Junge, das gibt's doch gar nicht. Würde mich auch nochmal freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr mehr Quizzes sehen wollt von testedich.de. Sind auf jeden Fall einige am Start, Leute. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video und ciao.